Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Medieval Dynasty. Wie geht's dir, meine Schöne? Ich war gerade auf der Suche und da gibt's etwas, bei dem ich deine Hilfe brauche. Wo geht's? Ich bin heute ein bisschen durch die Siedlung spaziert und es gefällt mir gar nicht, wie leer es aussieht. Es kommt mir so tot vor. Jeder kann arm oder langweilig sein. Aber beides gleichzeitig ist einfach zu viel. Ich glaube, in den meisten Fällen sucht man sich das so nicht aus. Vielleicht würde es schon einen Unterschied machen, ein paar Möbel im Dorf aufzustellen. Welches überlasse ich ganz dir. Ich vertraue auf dein handwerkliches Geschick und dein Auge für Schönes. Na, ja, machen wir. Was ist hier für Möbel? Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Was könnte ich dir denn gefallen? Oh, hier. Have a good day. Oh ja, jetzt funktioniert auch meine Maus wieder richtig. Ich habe gerade Raft gespielt. Und ja. Wie viel haben wir denn? Ah, richtig, wir werden diesmal fertig. Jetzt funktioniert meine Maus auf jeden Fall wieder richtig. Doch, funktioniert sie, auch wenn du Nein sagst. Blödes Pferd. Nicht widersprechen, sonst kommst du in die Leimfabrik. Ich werde es so machen, wenn wir das Geld haben, werde ich Stück für Stück werde ich offscreen weiterspielen, während ich andere Sachen mache. Also ich werde es einfach durchlaufen lassen. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal. Dass ich dann später. So viel Honig. Ja. Dass ich dann einfach irgendwann, wenn ein paar Quests von unserem von Kind und Co. sind, dass wir dann da weitermachen. Rote Beete haben wir. Haben wir noch Zwiebeln? Nicht wirklich, das heißt, es gibt eine rote Beete-Suppe. Und Möbel kann man gleich gucken. Ah, Pilze. Rührei mit Pilzen. Ach, F. Jetzt bin ich bei einer anderen Steuerung drin. Aber ich will mit Evil Dynasty jetzt so langsam beenden, tatsächlich. Und deshalb nehme ich mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf. Dass ich auch sehr vieles offscreen mache. Das kann ich ja machen, während ich render oder während ich eine Beschriftung mache. Ich sehe das Programm dann trotzdem noch im Hintergrund. Und jetzt Sommer oder Herbst? Ach, ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Quark entsprechend krieg und dass ich das Geld entsprechend krieg. Dann mache ich noch das mit Möbel und wie gesagt dann bloß noch die Quests. Einfach nur, dass ich das Spiel dann so langsam mal durch habe. Und auch wenn dann später noch Schilde und sowas dazukommen, ich glaube, es reicht an dem Spiel. Ich habe genug dafür damit gespielt. Man muss halt irgendwann mal einsehen, hey, ich hatte jetzt meinen Spaß mit dem Spiel, aber es reicht so. Und es ist eigentlich ein gutes Spiel. Das brauchen wir alles gar nicht. Meine Frau kann ich ja dann eigentlich auch alles machen lassen. In Sachen Frau, gib mir die Steuern für mich bitte ab. Hier hast du ein Geschenk dafür. Solche Sachen. Ich muss mir bloß immer den Wecker stellen, weil ich wieder nachschauen muss. Weil das Spiel läuft tatsächlich im Hintergrund einfach weiter.
Auch wenn du es minimiert hast. Das müsste eigentlich perfekt da funktionieren, dass man sowas macht. Weil dann einfach nur noch die ganze Zeit zuzuschauen ist irgendwie auch scheiße. Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Willst du Möbel, Schatz? Ich gebe dir Möbel. Oh, du wirst sehen. Ich atme quasi Möbel, Liebes. Möbel sollst du haben, Möbel. Möbel. Ist dir aufgefallen? Das wird ja irgendwie ihre Bedeutung verlieren, wenn man sie oft genug sagt. Möbel. Sag endlich. Jetzt geh endlich an die Arbeit. Okay. Irgendwie sind wir jetzt doch ein ganz schöner Arsch, habe ich das Gefühl. Kann auch sein, dass jetzt einfach nur noch eine Folge gerade wird und dann war es das wieder. Weil dann kommt die Offscreen-Zeit für mich. How have you been? What can I do for you? Take care. Ich dachte, du bist die. How have you? Let me show you my wares. Bean, take care. How do you only goods of the highest quality? Only goods of the highest quality. Rührei? Und jetzt noch gebratenes Fleisch. Farewell. What can, let me show you my wares. Ich habe es fast. Und ich will es nicht wieder loswerden. Ich will das Geld. What can I do for you? Farewell. Und die Möbel zu platzieren sollte jetzt nicht so schwer sein. Auf jeden Fall, wir kriegen das Geld zusammen heute. $12.000 ist ja ein Pappenstiel mittlerweile. How is life? Whatever you need, I've got it. Ich hab Quark. Das mögen deine Hühner bestimmt auch. See you soon. Well, I've been a vendor since before you could walk. Mhm. Erzähl mehr von zu Hause. Oh, wir haben's gleich. Oh. Come. Take care. Hallo Fuchs. Man fragt sich aber eigentlich schon, was ist mit diesen warum da ständig immer irgendwelche Lager irgendwo aufgeschlagen sind, oder? Kaputte, verlassene Lager, bevor ja niemand war.
Aber vielleicht sind das auch die Räuber, die halt irgendwas zurücklassen. Greed. Trade is in my nature. Greetings. It was nice seeing you. Ah, guten Eimer. Noch mehr Eimer. Es reicht noch nicht. Mir fehlen noch 5000. Nein! Ich will das Geld. See you soon. Großer Händler kann nicht mehr. Wahrscheinlich fehlt den Quark. Natürlich Mist. Kann ich die Ration nicht ein bisschen? Ich könnte denen dann auch die auch Suppen herstellen lassen dann in Zukunft. Und dann können meine Leute jetzt von mir aus auch die Suppen essen. Sobald ich nämlich das Geld habe, ist es mir egal. Dann sollen die sich an vielen unterschiedlichen Lebensmitteln erfreuen. Ich bin nicht geldgierig. Ich will nur genug haben. Goodbye. How can I best goods in the valley? Help you. See you soon. Ich finde, es wird auch langsam echt mal Zeit für was Neues. Hier ist die Dame mit den Pferden. Da. Amanda, der mich knutscht. Jetzt aber. Geld, 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 Geld. Ich dachte gerade kurz, bei der steht Weibchen. Was irgendwie lustig wäre. Ja, Errungenschaft, zeig mir das Geld. Ich werde jetzt nur die Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Die kaputt gehen. Ich habe die Millionen geschafft. Holzbecher, in den her. Stimmt, gefunden. Can I do for you? Take care. Immer. Ah, let me show you my wares. Kann ich dich ja ein paar Sachen machen lassen hier? Ich hab Kirschsaft dabei. You have returned. It was nice seeing you. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt noch mehr schöne Gerichte für unsere Leute zusammenstellen. Außer nur gebratenes Fleisch. Einfach nur, dass es ihnen besser geht.
Aber ich habe 1 Million Münzen gesammelt. Und was bauen wir auf für unsere Frau? Schau mal, erstmal Verwaltung. Habe ich hier eigentlich schon alles? Ja. Den vielen Rohstoffe. Produktion. Hier. Bitte ja mal ein bisschen auf damit. Gehen wir jetzt mal runter. Leichter herzustellen. Rote Betesuppe. Machen wir auch so 20%. Pilzsuppe. Was kommt hin? Gemüsesuppe lassen wir. Rühreier. 10 Stück. Oh, Mehl und Wasser. Ich könnte auch Brote machen. Restgebratenes Fleisch und dann geben wir mal die Sachen frei wieder. Und zwar hier. Oh, Fleisch mit Soße sollten wir noch herstellen. Pilzsuppe. Geht nicht. Ist Fleisch mit Soße übersehen? Bin ich blind? Ach da. Gut. Dann mache ich noch schnell ein bisschen Quark, dass sie verkaufen können. Und dann kümmere ich mich nur noch um die Hauptquests. Für mein Kind. Der Rest läuft so nebenbei. Was wollte ich jetzt machen? Tille. Ach ja. Quark abgeben. Und vielleicht auch sowas hier.
Dann schalten wir noch alles frei, was ich noch freischalten kann. Vielleicht mache ich auch ein paar Breis. Breier? Ihr wisst schon. So, die Holzteller hier rein, dann gucke ich mal, ob wir noch genug. Oh ja, ich habe damit gerechnet. Ja, Holzteller und Holzschalen, alles cool. Das wird noch eine Weile halten. Machen wir noch ein bisschen Met. Verkaufe ich lieber davon ein bisschen noch was. Meins. Aber ich bin schon echt froh, dass wir endlich mal genug hatten hier von allem. Endlich genug Geld. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Errungenschaft überhaupt nochmal kriege. Jetzt fehlt nur noch eine Errungenschaft und das ist die als Erbe weiterzuspielen. Und ich vermute mal, das Kind muss ein gewisses Alter erreichen, damit ich das hinkriege. Jetzt machen wir noch haufenweise Metfleisch, dann fange ich noch an, die Händler umzustellen. Und vielleicht sollte ich noch Hölltoppler den Leuten erlauben, Obst zu essen. Los, Äpfel haben wir doch auch hier, Beeren, weg mit denen. Esst, was immer ihr wollt. Pflaumen, Beeren, Kirschen. Passt schon so. Brennholz in Stücke, ja. Und jetzt könnt ihr auch die hier verbrennen. Ach ja. Du verkaufst jetzt mal nur noch Met. Neun Stück am Tag.
Vielleicht baue ich da bei der Gelegenheit noch ein weiteres Warnlager. Und vielleicht stelle ich einen jetzt auch beim Verkauf. Auch nicht mehr auf Quark, sondern der darf das ganze gebratene Fleisch verkaufen. Muss ich erstmal gucken, wie viel er schafft am Tag. Ah, das sollte reichen. Bleib beim Quark. Das gebratene Fleisch ist sonst relativ schnell weg. Oh, 74 Kilometer. Schön. Und 400 Einheiten Quark. Ja, dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Deko-Elemente bauen. Eigentlich wollte ich ja viel mehr Deko bauen, aber irgendwie lohnt sich das nicht wirklich. Alter, das. Mach dich Wolgang, genau. Wolgang. Da brauche ich hier nämlich ein paar Laternen hin. Hab ja noch ein bisschen Zeit für diese Folge. Verschwinde, mein Platz. Mal sehen, was zählt. Zählt auch. Die Anzeige ist scheiße. Alles gemacht. Und wie sieht's aus? Ich bin fertig, das ist recht. Unsere Siedlung sieht jetzt viel einladender aus. Es ist wunderbar geworden. Ich hoffe, es hat dir nicht viel Arbeit gemacht. Nein, gar nicht. Etwas Schweiß und ein paar Splitter, aber das war's wert. Das ist wirklich hervorragend hinbekommen. Wie immer, ich kann kaum glauben, dass ich einen so großartigen Mann verdient habe. Ha!
Du hast das beste Angebot auf dem ganzen Heiratsmarkt erwischt. Keine Frage. Die meisten Angebote dort haben ohnehin keinen Knacks weg. Kannst du dir vorstellen, dass mir einmal ein professioneller Würfelspieler einen Antrag gemacht hat? Welcher erwachsene Mann spielt denn bitte Spiele? Und ist sogar stolz drauf. Wie kindisch. Sicher, ich gehe da mal wieder. Ich bin nicht stolz drauf, es macht mir einfach Spaß. Kann ich hier ein paar obwohl hier drin passt eigentlich, aber hier draußen kann ich noch ein paar Laternen anbringen. Ehrlich gesagt, in meiner Abteilung spielen fast alle. Ich glaube, ich bringe zu viel an. Aber was soll's. Dieser ist ja eigentlich alles und jeder stärker als ich. Kann ja auch keiner einfach was klauen. Nee, das sieht nicht schön aus, aber ist mir jetzt egal. Kann ich schon ins Bett? Noch 2 Stunden, ja, ich reise heute nicht so viel rum. Kann sich ja auch keiner einfach reinschleichen. Was kann ich denn noch an Deko? Tische, Blumentöpfe. Kann ich die auch hier drin bauen? Moment. Wenn ich da Blumentöpfe mache. Und die mit Kräutern fülle. Kann ich die dann bei mir auch einstellen? Nehmen wir noch was mit. Auch Ton. Oh, hier Gänseblümchen. Löwenzahn. Den Mond kann ich da glaube ich nicht reinstellen. Dann gucken wir doch mal, ob das geht. Okay, ich brauche erst Tonbasen.
Machen wir mal ein paar und stellen ein paar Kräuter hin. Hülsenkraut. Zwei Stück. Ah, so stellt man die Dinge also her. Wieder was gelernt. Johanniskraut geht auch. Was stimmt mit dir nicht, Pferd? Ich werde doch wohl mal ein paar Minuten ein paar Vasen machen können, ohne dass du mir auf die Pelle rücken willst. Ah, mit den Lichtern, das hat schon irgendwie was. Inventar. Wahrscheinlich bei T. Wenn ich das auf die 8 setze, geht gar nicht. Vielleicht einen Bauhammer. Ah ja. Keine Ahnung. Wo kann ich die Deko? Wie stelle ich die Deko auf? Ja. Typisch Mensch. Hier reißen wir es raus und da drüben platzt was ein. Ja, das funktioniert irgendwie nicht so mit den Dekos. Wo habe ich denn das Regal, wenn ich es nicht nutzen kann? Eine Adlige Waffe durch, also durch dein Dorf, er hat von den Augen der Geldbeutel. Was ist zu tun? Oh, was kommt noch? Das sollst du haben. Danke, sehr schön. I have to go now. Good day. See you soon. Nichts mehr zu tun. How can I help you? Da bitte. Dann würde ich sagen, das war Let's Play mit Evil Dynasty. Ich sage Ciao und Wichtlein TV und weiter geht's, wenn. Ja.
wenn wieder irgendwas passiert. Macht's gut, bye Leute.